dann zweimal diesen Enkodierungsvorgang auf meinem Prozessor mache. Also auf meinen 4 Kernen oder 8 Kernen, je nachdem, was ihr da so eingebaut habt. Das möchte ich nicht unbedingt, weil wenn ich mit zwei Anwendungen gleichzeitig codiere, dann kann ich nicht mehr spielen. Also gerade grafiklastige Spiele, die auch viel CPU-Power brauchen, damit geht das nicht. Das könnt ihr aber umgehen. Und zwar gibt es hier diesen Punkt, der heißt Intel QuickSync. Intel QuickSync ist eine Sache, die müsst ihr einschalten. Wie mache ich das? Ja, das ist ein bisschen tricky. Ihr müsst erstmal eine Sache überprüfen. Und zwar, ich versuche das jetzt hier gleich einmal einzublenden. Ihr müsst in euer BIOS gehen oder UFI, wie das ja heutzutage heißt, und gucken, ob ihr auch die interne Grafik eingeschaltet habt. Jetzt kann das sein, dass ihr dann OBS startet und das immer noch nicht geht. Die zweite Anwendung ist immer noch nicht grau ist, weil ihr müsst natürlich vorher den Treiber runterladen, also den Intel-Treiber runterladen dafür. Ja. Also geht ihr auf die Intel-Website und ladet euch den aktuellen Intel-Treiber runter. Ja, das kann man entweder automatisch machen lassen, das funktioniert bei Chrome bei mir nur, bei Firefox funktioniert das nicht, weil er das JavaScript nicht ausführen möchte. Da sucht ihr euch die aktuelle Treiberversion, installiert das, der Rechner hat den Rechner neu und dann geht das hier im Grunde weiter. Ja. Bei mir, ich mache das immer anders, weil wenn ich Videos rendere, dann mag Adobe das nicht so gerne, dass ich die verschiedenen Grafikkartentreiber quasi hier durcheinander bringe. Und deswegen mache ich es immer folgendermaßen. Ich deaktiviere immer den Grafiktreiber hier in der Dingens, im Gerätemanager unter Windows. Bei mir läuft das nämlich schon. Ich habe es so wie das im BIOS ist schon eingerichtet. Und den habe ich jetzt nur nicht eingeschaltet. Aber ich aktiviere den jetzt mal. Es wird kurz das Bild schwarz. Nicht wundern. Nicht wundern. Und jetzt habe ich wieder beide Grafikkarten. Also ihr seht, ich habe hier noch kein Haswell, sondern nur so ein Ivy Bridge, aber das sollte alles gehen, was besser ist als HD 2000. Also HD 3000, HD 4000, 4600, je nachdem, wie das eben alles so bei euch heißt. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich mache jetzt meine zweite Version von OBS wieder auf. Also, was war jetzt gerade passiert? Ich möchte euch das erklären. Ich habe die Grafikkarte wieder eingeschaltet und dann hat er natürlich einen Monitor erkannt und hat dann erstmal gemeckert, weil der da nicht eingeschaltet und dann waren gerade plötzlich alle Button wieder verschoben, alle Desks stehen geblieben. Das funktioniert teilweise nur, wenn ein Monitor angeschlossen ist an diesen Port vom Mainboard, ja, damit diese Grafikkarte erkannt wird. Das könnt ihr aber umgehen. Also ihr seht, ihr könnt das damit kontrollieren, wenn ihr hier plötzlich keine Grafikeinstellung, wenn ihr einen Rechtsklick auf den Desktop macht und ihr habt hier keine Grafikeinstellung, dann wisst ihr, irgendwie wird die Grafikkarte gerade nicht unterstützt und erkannt, weil Windows oder das BIOS sagt, wenn man, du hast ja eine dedizierte Grafikkarte, die ist bestimmt viel besser, da ist auch dein Monitor angeschlossen, wir nutzen doch die. Ich kann das auch erzwingen, dass quasi ein virtueller Monitor einfach an diesen Steckplatz gesteckt wird. Ja? Also an den Monitorausgang der Grafikkarte, den Grafikausgang, HDMI, DVI, was auch immer, DisplayPort, könnt ihr das machen, indem ihr hier einfach auf Erkennen drückt. Und jetzt habt ihr hier zwei weitere virtuelle Monitore bekommen. Ja? Das hier ist noch ein Steckplatz an meiner Grafikkarte, die in diesem Fall die 7900er Serie. Und der daneben, das ist jetzt der von der HD 4000. Wenn ihr den hier auf immer anmacht, also wenn ihr eine Verbindung hier erzwingt, ja, einer der so Verbindung herstellen, dann habt ihr plötzlich einen weiteren Monitor drin und ihr könnt mit Rechtsklick, dann seht ihr, dass diese Grafikeinstellungen sind. Bei mir ist das nicht der Fall, bei mir ist das nämlich der Toshiba hier. Der Toshiba, der hängt hier an der HD 4000.
Ich gehe wieder in meine Recording-Stelle-Einstellung und jetzt ist 40 Intel Quick Sync da. Intel Quick Sync heißt jetzt, du kannst mit deiner internen Grafikkarte im Prozessor aufnehmen und kannst zum Beispiel sagen, ich möchte ein Recording lokal machen in der Höhe von 25.000 Megabit, also 25 Megabit. Ja, so wenn du recordest, solltest du das schon einstellen. Das mit einer konstanten Bitrate zu machen, in guter Soundqualität. Und diese ganzen Sachen sollen lokal gespeichert werden in einem Retro-Kanal zum Beispiel, ja? Retro. Dann kann man die Hotkeys setzen, um das zu starten und zu stoppen. Bin jetzt damit in der Lage, den Monitor 1, das ist ja den wir hier sehen, parallel zu meinem anderen Recording, was ich gerade mache, auf meine kann hier noch ein bisschen die Quick Sync Settings einstellen. Keyframe Intervall ist 2 und die Quick Sync Einstellung. Desktop Aufnahme. Monitor 1. So ist das. So, wollen wir uns das mal anschauen, wie das aussieht. Ich habe das ja gerade aufgenommen, ich habe das Retro genannt und ich gebe das einfach mal wieder. Bewegungen sind flüssig. So, wie ihr jetzt seht, habe ich jetzt zwei verschiedene OBS-Versionen hier nebeneinander. Ton geht auch, das habe ich gerade gesagt. Wunderbar, also seht ihr, so funktioniert das. Ihr habt also zwei verschiedene OBS-Versionen, die ihr parallel benutzen könnt. Die eine wird per Quick Sync benutzt, also dem Grafikteil des Prozessors der Intel-Serie zum Recorden. Und der andere Teil, der wird ganz normal per CPU-Einheit gerechnet. Das möchte ich euch nur zeigen. Das ist eine Möglichkeit, wie man parallel streamt und recordet, ohne dass es den Prozessor auslastet. Und ohne dass die Dateien irgendwie riesengroß werden. Klar kann man das auch mit FRAPs machen oder mit anderen. Du kannst dann sagen, ich speichere das als AVI, aber wenn du jetzt mit der 25 Megabit Auflösung in AVI recordest, dann ist das, sind das ein paar Gigabyte pro Minute. Wie ihr das machen könnt, ich werde im weiteren Verlauf zu dieser Serie Alternativen zeigen. Wie man das auch mit einer OBS-Version kann, mit verschiedenen anderen Tools, wie man also parallel Streaming zum Beispiel kann zu Hitbox und OBS simultan. Ja, kommt noch ein weiteres Tutorial zu. Dann hat man den Vorteil, es gibt keine weitere OBS-Anwendung, die irgendwie Leistung frisst, weil die Daten werden dann quasi recorded und werden nur über eine zusätzliche Serverlösung verteilt. Das gibt es in einem weiteren Tutorial. Ich hoffe, das hat man verstehen können und ich habe auch vielleicht erklären können, warum ich das gemacht habe. Also nochmal zusammengefasst: parallel streamen und recorden ohne zusätzliche CPU-Belastung, indem wir die interne Grafikkarte oder die Grafiklösung, die HD 2000, 3000, 4000, weiß ich was, und dafür dann Intel QuickSync Technology benutzen. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Lasst mir ein Follow da. Bei Fragen schreibt sie natürlich drunter. Ich bin gewillt, das für euch zu erklären und nochmal vorzumachen. Und ihr müsst, wie gesagt, ein bisschen mit den Einstellungen spielen, dass ihr sagt, ist das schnell genug? Wo will ich das speichern? Welche Bitrate brauche ich für was? Das könnt ihr dann alles individuell einstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut.